herzlichen Applaus für Worship Ed, der sich heute extra zurückgehalten hat, weil seine Sounds sonst zu heftig gewesen wären für den Gänsepark. Und last but not least, unser letzter Redebeitrag ist der Benedikt Schmidt von der Piratenpartei. Und seine Partei ist eigentlich im besten im Bilde und deswegen bin ich gespannt, was er dazu zu sagen hat. Benedikt. Vielen Dank. So, hallo liebe Tanzterroristen. Kurz zur Erklärung, allein, dass ihr jetzt hier heute seid mit eurem Smartphone, herzlichen Glückwunsch, ihr seid in der Datenbank gefleckt. Also, Stop Watching Us, ist so eine Forderung, die nach Edward Snowdens Veröffentlichung ein bisschen publik wurde. Ich hole mal ein bisschen aus. Im Jahr 2010 hat ein US-Gefreiter, Bradley Manning, ein paar Dokumente aus dem Innersten des Apparates USA veröffentlicht. Darunter waren inklusive Videos von Kriegsverbrechen, darin waren komplette diplomatische Depeschen, die diesen ganzen weltumspannenden Komplex einer USA, der letzten verbleibenden Supermacht, offenlegen. Um kurz auszuholen, hier bei diesem Thema Überwachung, da geht es überhaupt nicht um die USA. Aber gar nicht. Die sind nicht die Bösen. Die Bösen sind in jedem Land, in jedem Regime, das das zulässt und seine Bürger nicht schützt. So auch in Deutschland. Der Bradley Manning, der ist letzte Woche verurteilt worden, er hat gnädigerweise nicht die Todesstrafe zu erwarten, im Gegensatz zu Edward Snowden. Der wird nach dem Espionage Act von 1917 nämlich angeklagt werden, sobald er amerikanisches Staatsgebiet betritt. Dass sich die Administration, also die Präsidenten und dieses System es nicht erlauben kann, den hinzurichten, das ist okay, dafür sperrt man ihn halt 50 oder 100 Jahre in den Knast. Der Bradley Manning hat, nachdem er das öffentlich gemacht hat, eine Riesenwelle ausgelöst. Und das war eigentlich meine Rede, die ich jetzt vorbereitet habe. Ich lese jetzt nicht einfach nur vor, das wäre langweilig, deswegen stolper ich gerade ein bisschen. Der hat durch seine Depeschen damals in Nordafrika Korruption ohne Ende von einem Machthaber in Tunesien, von einem Ben Ali, hat der öffentlich gemacht, weil die Konsule und diese US-Mitarbeiter natürlich das alles schön in die Zentrale nach Washington und in die Datenbanken des US-Außenministeriums der Hillary Clinton geschickt haben. Dieser Ben Ali hat sich mit den Amerikanern, das ist halt der Berlusconi Nordafrikas gewesen, sagen wir es mal so. Das wurde dann im Laufe des Jahres 2010 ins Arabische übersetzt und wie das die ersten Menschen da unten mitbekommen haben, von Ben Ali, von Mubarak, von den ganzen tollen Knechten da unten, Diktatoren, hat sich ein Gemüsehändler, der hat sich selbst verbrannt, weil er in diesem Land keine Zukunft mehr hat und hat sein Leben geopfert, um ein Zeichen zu setzen mit dem Maximalsten, was ein Mensch geben kann. Der hat sich vor seinem Gemüseladen einfach in Brand gesteckt mit diesem Schriftstück dahinter, dass er so nicht mehr unter diesem Diktator Ben Ali weiterleben will. In der Folge, da läuft heute noch ein Krieg in Syrien, ist das gleiche Thema. Diese Veröffentlichungen, die haben eine Riesenwelle ausgelöst. In Deutschland leider nicht so. Da war bloß drin, dass der Horst Seehofer als ziemlicher Tölpel von den Amerikanern gesehen wird, mit dem er alles machen kann. Das ist jetzt einmal eine Geschichte. Der Typ, der vor 6 Wochen, 8 Wochen, wo Snowden das veröffentlicht hat, hat einen Text verfasst, wie fühlt sich das so an, in so einem Staat zu leben. Der hat angefangen 2010, noch bevor das losging, jetzt nicht lachen, in Tunesien dafür zu kämpfen, dass Tiere artgerecht gehalten werden. Das klingt erstmal ziemlich unverfänglich und eigentlich super, gehört sich auch so und gibt es in Deutschland genauso. Der ging damals, hat er zu einer Demo geladen in Tunis und dann waren da auf einmal so 150, 200 Menschen. Infolgedessen hat der komplette Staatsapparat alles gematcht, wer da anwesend war, mit welchen Handys und sind auf diese Leute zugegangen, haben sie daheim besucht und haben sie als, wie in der Stasi als Informanten einfach verhaftet. Wenn die nicht Informationen liefern zu dieser Bewegung, dann verliert sein Vater den Arbeitsplatz, ihm werden Sachen unterstellt, der wird einfach verräumt. So läuft es in so Regimen. Diese Behörden in Tunesien, damals noch unter Ben Ali, die haben damals zwei Software-Systeme gehabt. Einmal eins von einer amerikanischen privaten Firma und eins einer deutschen Firma, die Firma Gamma, die sitzt hier in München, ein paar Kilometer südlich. Diese Firma Gamma verkauft Trojaner. Die verkauft Überwachungssysteme für große Telekommunikationsdienstleister. Und genauso wie es eine Vodafone bei uns gibt, gibt es die auch in Ägypten und gibt es auch die in Tunesien. Und diese Firmen werden von der Politik, von der Regierung, von diesem Regime gezwungen,
diese Daten offenzulegen und den Geheimdiensten zur Verfügung zu stellen. Infolgedessen hat dieser Kollege seine Freunde verpfiffen, die da mit auf diesen Demos waren für artgerechte Tierhaltung. Wie dann diese Welle kam mit den Veröffentlichungen von Bradley Manning und WikiLeaks, wurden das ja so richtig fette Demos mit Wasserwerfer, wo sie Leute dann über den Haufen gefahren haben, auch erschossen haben. Der hat sich dann geweigert, weiter Informationen zu liefern, damit diese Leute geschützt werden. Dann ist er verhaftet worden und ein Dreivierteljahr in den Folterknast gekommen in Nordafrika. Das ist verschimmeltes Essen, Schläge, Strom, Elektroschocks, das ganze Repertoire, was man nur aus Filmen kennt. Ist dann nach einem halben Jahr wieder freigekommen, wie dieses Regime gestürzt wurde, und wollte heim seine Eltern besuchen, bloß die waren nicht mehr da. Denn mit denen hat er telefoniert und hat über seine Demos geredet. Die haben es nämlich 3 Wochen nach ihm einfach abgeholt. Heute in Deutschland schaut es so aus, dass dieses Thema, das ist nicht zum Greifen. Das ist nicht, dass hier jetzt in irgendein Krater oder Bombe einschlägt. Man kann es nicht spüren. Das ist wie Radioaktivität, merkt man das erst Jahre später, was diese Überwachungssysteme oder was das überhaupt macht. Man weiß aus der Geschichte der Menschheit nur eins: aus einem Überwachungsstaat ist noch immer ein Kontrollstaat geworden und in letzter Konsequenz ein totalitäres Regime, wie es der Karl vorhin 1984 schon erklärt hat. Der Weg ist eindeutig. Das Problem ist, ihr seid jetzt gerade potenzielle Terroristen, Gefährder, weil ihr euch dagegen wehrt. Ihr zählt politisch leider sehr wenig. Nicht mal das Moskito ist aktuell leider das Bild. Das ist nämlich jetzt gerade eine Mikrobe. Das Problem ist, diese Leute, die entscheiden, was hier passiert, welche Sicherheitsgesetze, welche Überwachungsgesetze hier gelten dürfen, die leben in ihrer eigenen kleinen Blase. So wie die Piraten in ihrer Internetblase und Piratenblase leben, leben diese paranoiden Sicherheitsterroristen in ihrer Blase. Die holt keiner raus aus ihrer Blase. Ich war letzten Montag in der CSU-Wahlkampfzentrale zu einer Veranstaltung des Arbeitskreis Sicherheits- und Außenpolitik. Schön mit Jeans, mit Hemd und habe ausgeschaut, so ein typischer JUler. Habe mich dann da reingesessen und habe dem US-Generalkonsul und dem innenpolitischen Sprecher der Unionsfraktion UL bei einer Diskussion zugehört und dann eine Frage gestellt. Bin da aufgestanden und gesagt: Hallo liebe Leute, ich komme jetzt gerade vor ein bisschen wie ein Außerirdischer. Ich bin jetzt so 30 Jahre alt und ich weiß ungefähr ein bisschen, was technisch hinter diesen Systemen steckt und was daraus werden kann. Ich schaue jetzt mich hier in dem Raum, die Zuhörer, war Altersdurchschnitt 65. Und die haben diesem Innenminister und dem US-Generalkonsul applaudiert, wie er sagte, ein super Grundrecht auf Sicherheit ist es. Die leben in ihrer eigenen Welt. Ich bitte jetzt nur eins, warum ich in Politik gegangen bin, ist eigentlich ein Trauerspiel, weil ich wollte das nie. Ich bitte nur euch eins, ihr könnt es euch wehren und ich gebe euch jetzt 2 Mittel dazu. Einmal, euch schützt hier keine. Keine Partei kann das aktuell leisten. Die sind nicht fähig dazu, die verstehen es nicht. Eiskalt. Von 620 Bundestagsabgeordneten traue ich es vielleicht 10 zu, technisch zu wissen, wie sie sich schützen gegen Überwachung. Wie sie anonym ins Internet kommen, wie sie Verschlüsselung lernen. Mehr sind das nicht. Ihr könnt am 1. September hier in Ingolstadt eine Krypto-Party besuchen. Das heißt, ihr müsst 3-4 Stunden eurer Zeit einfach opfern und euch erklären lassen, wie man sein Handy sicher macht, wie man abhörsicher telefonieren kann, wie man seine Festplatte verschlüsselt, wie man seine Kommunikation verschlüsselt. Plus, dass man nur anonym ins Internet gehen kann, ist cool. Die Geheimdienste springen aktuell schon drauf an, wenn das jemand macht, dann wird der extra gemarkt. Die speichern alles, was verschlüsselt ist, zwischen in ganz fetten Datenzentren. Das machen Frankreich, das machen England mit Tempora, das macht die NSA, die baut da gerade, kann man öffentlich suchen, NSA Data Center Utah, da steht drin, die haben vor bis 2018 einen der höchsten Verschlüsselungsalgorithmen AES 256, das ist Industriestandard, Militärstandard heute, in Echtzeit zu entschlüsseln. Das ist ein Angriff auf alles, was jeweils Privatsphäre war. Je mehr Technik, je mehr Handys, Google Glass, egal was jetzt dann kommt, die werden das Realtime entschlüsseln. Somit ist jeder von euch eigentlich nur noch ein gläserner Bürger und die benutzen diese Informationen, um ihre Apparate, ihren Staat, ihre Behörden, ihr Wirtschaftsunternehmen einfach zu sichern. Ihr könnt es euch nur wehren, wenn wir alle oder möglichst viele verschlüsseln, damit bei denen das Datencenter so raucht, dass sie gar nicht so viel Strom bekommen. Und das ist machbar. Das ist machbar. Der zweite Punkt, also das erste ist 1. September in Ingolstadt, einfach kryptoparty.de mit K geschrieben vorne.
einfach mal vorbeischauen, das tut nicht weh, es kostet nur 2-3 Stunden eurer Lebenszeit, schützt euch und eure Kinder und eure Kindeskinder dann aber vor so Scheißsystemen, weil ihr dann immer die Möglichkeit habt, anonym Whistleblower selbst zu sein. Wenn euch irgendwas auffällt, was irgendwie scheiße in diesem Land läuft, dann habt ihr die Möglichkeit, das auch kundzutun, ohne dass ihr mit Repressalien rechnen müsst. Der zweite Punkt ist, und der tut richtig weh, willkommen in der Politik. Ihr müsst leider politisch aktiv werden, das muss nicht die Piratenpartei sein, das kann, ihr könnt es genauso in der FDP jemanden unterstützen, der freiheitlich organisiert ist, genauso bei den Linken. Ihr müsst die Leute stärken, die jetzt jünger sind, die Ahnung haben, was da passiert, weil in diesen Parteien, da ist ein Kampf. Und aktuell haben die Sicherheitsfanatiker und die Sicherheitsterroristen gerade absolute Oberhand. Und wenn wir jetzt ab diesem September eine große Koalition haben, dann winken die nur so durch. Und da habe ich auch so einen kleinen Zettel heute noch bekommen. Seit Beginn des Grundgesetzes gibt es eine Statistik, Beteiligungsquote an verfassungswidrigen Überwachungsgesetzen. Das heißt, ein Gesetz, das diese Politiker gesagt haben, das machen wir jetzt zur Überwachung, und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr habt den Arsch offen. Die Quote ist relativ einfach. CDU, CSU 67%, SPD 78%, FDP 33%, die Grünen 44%. Das heißt, je nachdem, wo gerade die Regierung ist, winken die diesen Schmarrn ihrer BND und ihrer Verfassungsschutzverantwortlichen einfach immer durch. Das machen die, weil sie nicht genug Druck von euch allen kriegen. Von euch, von euren Eltern. Bitte steht's auf, macht's weiter so. Veranstaltungen, genau sowas. Steht der Tropfen hüllt den Stein und auch den Überwachungsstaat. Vielen Dank. Vielen Dank. Ganz kurz. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an den Benedikt zu dieser Thematik? Gibt's da was? Nicht? Wenn's. Ich kann es dir nicht sagen. Wir haben genauso Pressemitteilungen verschickt wie die 3 Jahre davor. Ich glaube, wir haben ziemlich viel. Sagen wir es so: Die Organisation einer Piratenpartei ist. Keine Organisation. Das ist Leute, die was bewegen wollen und tun wollen. Ich glaube, wir haben ziemlich voll durch diese ewige Berichterstattung über irgendwelche Sandalen, über irgendwelche Bildzeitungsniveau, ist das einfach verwaschen, dieser Anfangshype. Jetzt geht es einfach nur darum zu suchen, wo, okay, wie will ich in Zukunft leben? Will ich selbst in die Politik oder soll das jemand für mich machen? Wenn das jemand für mich macht, macht das richtig. Warum man in die Medien. Ich glaube, coole Aktionen, kommt man auch in die Medien an. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich habe selber mal bei einer Tageszeitung gearbeitet. Die berichten halt, was Nachrichtenwert hat. Dass die anderen Parteien einfach bessere Strukturen haben. Ja, tut's freuen, und mal da mit Journalisten auch mal öfter mal zum Trinken gehen. Oder gewisse Bildzeitung auch eine politische Agenda hat. Ist halt so. Jo, danke. Passt? Super. Vielen Dank, Benedikt.